Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Wir spielen weiter Resident Evil und versuchen weiter die roten Schlösser zu knacken. Ich guck mal hier rauf und jetzt bin ich wieder in der Haupthalle. Die Tür da oben kriegen wir nicht auf, da brauchen wir irgendwelche viereckigen Gläser für. Aber wir können ja hier durchgehen, den ganzen langen da Gang da laufen. Dann sieht man, da hinten sind ein paar rote Türen. Die versuchen wir zu erwischen. So, dafür müssen wir hier durch. Bin mal gespannt. Da ist wieder ein Zombie, guck. Ist aufgestanden, die Sau. So, keine Angst haben, da kann er eh nicht rauskommen, weil wir den Schrank gut davor geschoben haben. Oh, lassen wir ihn drin. Wenn er eh nicht rauskommen kann, ist uns doch egal. Hätte ich mein Messer gehabt, hätte ich ihn jetzt abgeschlachtet. Aber das Messer habe ich nicht. So, und jetzt hier durch. Genau, das ist ein ganzer Korridor jetzt längst. Ich hoffe, jetzt kommen sich wieder Hunde. Letztes Mal angegriffen haben. Ich denke nicht, die hatten wir ja schon. Cool. Okay, da können wir alle Türen, okay. Ab. Warte mal, wir sollten unsere Waffe wechseln. Tot sind. Es waren auf jeden Fall sehr viele Zombies gerade. Oh gut, haben wir erledigt. War gerade ein bisschen warm. Genau, dann kommen wir hier rum. Hier ist die Tür, wo wir nicht durch, wo wir nicht reinkommen, ja. Gut, aber wir haben nämlich hier oben. Genau, guckt. Seht ihr diese? Na, das seht ihr wahrscheinlich nicht. Zeige ich euch gleich. Gehen hier durch. Weil hier ist eine Tür, wo ich den Griff immer wieder benutzt habe und dann ist der Griff irgendwann abgebrochen. So für uns, wir konnten nicht weiterkommen. Aber das ist genau diese Tür hier. Ich weiß nicht, ob ihr es daran erinnern könnt. Die, wo der schwarze Pfeil dran ist. Da können wir nicht mehr durch. Da dürfen wir auch nicht durchgehen, weil es geht nur von der einen Seite. Platt. Okay, die Tür dürfen wir nicht benutzen hier. Nur mal so nebenbei. Aber die kann man benutzen, oder? Ist verschlossen. Da wappen das Fenster. Okay. Können wir noch nicht rein? Hat sie nicht noch eine andere rote Tür? Ja. Da ist noch eine Tür. Die brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Okay, dann weg damit. Zack. So. Gucken wir mal. Da haben wir die beiden Schlüssel verloren. Ich will immer noch den Helmschlüssel, ne? Vielleicht finden wir den jetzt mal. Titel lautet: Bring das wahre Licht zu den drei Geistern. Okay. Wir gehen mal auf die andere Waffe kurz, weil eigentlich, wenn wir jetzt hier so viele Patronen verballern. Das Bild eines Helms mit einem Armband liegt hinter gelbem Glas. Lass einen Schalter drücken. Ja. Das Bild des Helden hat sich auch anstrengend. Okay. Was ist denn hier? Bild des Heiligen in der gelben Glas. Hier drückt man nicht. Was steht hier? Bild des Weisen in der Halskette. Das liegt hinter rotem Glas.
Krähen da oben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch angreifen werden. Bild eines Heiligen mit einer Krone. Es liegt hinter gelbem Glas. Nein. Das Weiß mit der Halskette liegt da. Ach, das ist das Bild nur von der anderen Seite. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich das, okay. Hier Schneewittchen. Lisa, geschützt von den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Am unteren Rand ist ein Schalter. Drücken? Ich glaube, das macht noch keinen Sinn, das jetzt zu drücken. Wir müssen wahrscheinlich erst die Rätsel hier lösen. Also, was machen wir jetzt? Wir haben ja hier drei Bilder. Das ist rot. Also vielleicht müssen die alle in eine Farbe leuchten. Könnte ich mir gut vorstellen. So. Drücken Sie nochmal, ne? Drücken wir. Hier rüber. Okay, wir versuchen die mal alle orange zu machen. Das hier. Dass man das auch manchmal wird. Okay. Ja, alle rot, orange. Können wir hier auch irgendwas machen? Bild des Weißen hat sich weiß gefärbt. Nein, warte mal. Die andere Seite? Wahrscheinlich alles eine Farbe haben. Wenn wir den jetzt ausmachen, das war ja. Nee, also. Da blicke ich gar nicht durch, ey. Also man kann hier verschiedene Farben. Das hat sich weiß gefärbt. Warte mal, wir müssen mal kurz kollegen. Was sagt denn diese Tante hier hinten? Was muss denn passieren? Lisa, geschützt von den drei Geistern. Bild einer Frau mit Armband, Halskette, ohne. Ach, warte mal. Ah, okay, warte mal. Okay, warte mal. Das ist ja gar nicht so schwer. Also, guck mal. Ich schreibe mir das mal ganz kurz auf hier. Also, das Armband ist grün. Halskette ist lila. Oder violett. Und das Armband ist orange, Entschuldigung. Die Krone ist grün. Gut. Ich denke mal so, das wird das Rätsel sein. Nein, wir drücken es nicht. Also, er hat Bild eines Helden mit einem Armband. Armband muss orange sein. Genau. Ist ja auch richtig? Nein. Und Bild eines Weißen mit einer Halskette. Die Halskette muss lila sein. Ist sie auch? Nicht drücken. Und hier. Das ist die Krone. Die muss ja dann grün leuchten. Okay, warte mal. Gehen wir hier wieder rein. Hier ein anderes Licht einschalten. Ah. Guck. Jetzt können wir wahrscheinlich hier drücken. Und der gelb als grün. Aber das müsste ja passen, ne? So.
Oh, komm schon. Nein, ich bin gleich tot, glaube ich. Oh, komm schon, nein. Was alle? Nee. Oh nein, 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 nein. Das war der. Kann ich eine Waffe nehmen? Ja, ja. Ja, du Viech. So. Gedrückt, da ist ja nichts passiert. Oder? Aber gedrückt, aber es passiert nichts. Scheiße. Muss irgendwas passiert sein, oder? Ist hier drüben irgendwas passiert? Ich geh mal kurz raus und wieder rein. Vielleicht passiert denn was. Das ist ja merkwürdig. Ich hoffe nicht, dass die Raben jetzt wieder da sind. Das wäre ziemlich scheiße. Noch kein Leben mehr, richtig. Das sind doch alle richtig jetzt? Da müsste doch irgendwas hier passieren. Nee. Guck mal hier, ist ja wieder verkehrt. Im Arm soll doch orange leuchten. Und das dann wieder? Hä? Okay. Warte mal. Der mit dem Armband muss. Die haben alle wieder ihre andere Farbe bekommen. Was ist das für ein Scheiß? So. Okay. Er hier muss lila sein, ne? Hier? Krone? Die Krone war grün, ne? So. Jetzt ist auch grün, gerade eben war es auch mehr gelb, ne? Mal gucken, ob wir hier das Lila hinbekommen. Okay. Okay. Jetzt probieren wir es nochmal mit dem Schalter. Okay. Das ist die vierte und letzte Maske. Ja, mal gucken. Ja. Super, das ist doch gut. Mal ein bisschen Leben haben. Wie können wir durchgehen? Oh, jetzt kommen schon wieder Gegner. Jetzt bin ich gleich tot. Muss ich echt aufpassen. Ich muss gleich wieder zurückrennen. Na, hier war doch. Ja, hier war doch die Munition. Okay, ja. Dann.
Und wir sind jetzt auch schon direkt bei der Gruft hier, wo wir die Masken hinpacken können. Aber wir haben ja nur eine Maske. Das heißt, wir brauchen ja noch ein paar mehr Masken. Lass mal hier hin. Wir müssen uns auch ein bisschen heilen, würde ich sagen. Wenn mich ganz schnell... Hopsala. Sehr ärgerlich. Mal so gucken, wo die Truhe ist. Da ist sie. Da ist die andere. Frage, wäre natürlich einfacher, wenn wir die jetzt hier rechts nehmen. Oder? Letzten hin, aber ich weiß wie. Durchgehen, oder? Ja. So. Gespannt. Wie wir geheilt werden hier. Gar nicht mehr. Super. Wir uns heilen und wir müssen wahrscheinlich auch was mitnehmen in die Gruft und ein bisschen Heilung. Weil ich glaube, sonst sterben wir. Wird bestimmt irgendwas auf uns warten. Speichern sollten auch nochmal vorher. So. Was machen wir jetzt so? Gut, da brauchen wir jetzt erstmal. Erste Hilfekasten. Na direkt. Warum jetzt nicht? Wieso nicht erste Hilfe? Okay. Dann mal wieder zurück. Dann mach's gut. Erste Hilfe Spray. Weg, wieder schön gesund. Ganz gesund. Jetzt sind wir ganz gesund. Okay. So, und die letzte Maske müssen wir auch noch mitnehmen. Ja, die Maske. Hm? Ach, jetzt hätten wir wieder sehen was. Perfekt. So, speichern wir auch noch mal. Und beim nächsten Mal werden wir dann endlich die vier Masken anwenden. Was es damit auf sich hat. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.